Was geht, Leute? Meine Leute Danny. Willkommen zu Duschback Workout 2. Das ist ein Spiel, was ich schon vor etwas über einem Jahr gespielt habe. Und damals hatte ich noch mein Mikrofon, was sehr, sehr kratzig war. Und meine Qualität war sehr, sehr fragwürdig. Sie war nicht gut. Und deswegen wurde mir empfohlen, dass ich einfach wieder die Spiele, die wirklich gut waren und die man auf jeden Fall zweimal spielen kann, nochmal spiele auf dem Kanal quasi, weil ich mittlerweile einfach eine bessere Qualität habe und weil es einfach alles besser ist. Und außerdem kann man das Spiel mal anders spielen. Also selbst wenn man es das zweite Mal spielt, man kann die Spiele alle anders spielen. Also man kann andere Klamotten kaufen und so weiter und so fort. Und es geht darum, quasi in dem Spiel von einem Lappen zu einem richtigen Duschbag zu werden, der eine Frauen abbekommt, der einfach extrem muskulös wird und der einfach ein richtiger Duschbag wird und auch ziemlich viel Geld hat und alles. Das ist ein Duschbag quasi. Und darum geht's. Und übrigens, wieso zitter ich so? Das Spiel hat doch gerade gar nichts, noch nicht mal begonnen. Der Typ ist aufgeregt. Mehr als ich. Start Game. Okay, let's go. Oh, hier sind wir. Oh, die Musik. Oh mein Gott. Oh, okay. Erstmal müssen wir unsere Masse erhöhen, also stärker werden, mehr Muskeln bekommen, denn das ist, was ein Duschbag definitiv hat. Mehr Swag bekommen, natürlich. Be popular. Und get chicks, also Frauen bekommen. Ich kann nicht abwarten, bis ich so ultra mega awesome werde. In das Gym rein, also in das Fitnessstudio. Oh, hey, Lady. Sie sehen aber sehr sexy aus. Hey, the membership. Talk to the cashier. Also man soll mit ihr reden. Wie kann ich ihr helfen? Ich würde gerne abonnieren. Oh, $135 pro Monat, das ist ziemlich viel, aber ich würde sagen, wir haben $200 und wir müssen auf jeden Fall ins Fitnessstudio gehen, das ist eine Pflicht. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal ins Gym. Oh, dich erinnere ich, dich kenne ich noch. Dich kenne ich nicht mehr so richtig und hier können wir trainieren. Lass uns mal mit ihr reden, mal sehen, was sie sagt. Hot Girl, flirts. Hey, how are you, girl? Sie antwortet nicht. Du hast einen geilen Hintern. Ich meine Gesicht, sorry. Okay, sie antwortet nicht. Okay, sie antwortet nicht. Wir haben nicht genug Swag. Ist okay, rede nicht mit ihr. Du kriegst nur Körbe. Hallo, du, sie will nicht mit dir reden. Okay, sie will gar nicht. Wir müssen für sie ein Level von 75, 70, 65 haben. Also sie hat schon hohe Erwartungen auf jeden Fall. Okay, wir können hier zum Beispiel trainieren. Nein, das ist der Weg zurück, okay. Wir können hier trainieren, das weiß ich. Indem wir das quasi immer nach oben ziehen. 1, 2. Aber man muss es richtig machen. 3, 4. Oh, das ist... Seht ihr das? Wie viel muss ich davon machen? 7. What the fuck? Ah, jetzt haben wir 1% erhöht. Alter, wir werden das öfter machen müssen, denke ich. Self-Esteem. Selbsteinschätzung heißt das. Ich steige. Yay. Ja, so wie ich aussehe, hätte ich auch keine Selbsteinschätzung. Kann ich hier hin? Was ist das? Oh, hi. Euch kenne ich noch. Dich hatte ich auf dem Pfand. Nee. Lass mal mit dir reden. Was braucht sie? Help her. Du hast einen wunderschönen Teppich dort. Okay. Kamasutra? Nein. Okay. Oh, sie braucht gar nicht so viel. 20, 8, 5. What the fuck? Sie hat ja gar keine Erwartung. Durch die Tür. Was haben wir hier? Wow, der Typ trainiert extrem schnell. What the hell is going on bei dem? Aber wir können hier trainieren. Und... Okay, hi. Leider können wir nicht mit ihr reden. Aber wir können trainieren. Dann lass uns loslegen. Nice. Ich kann... Wieso geht's nicht? Oh, das ist echt eine schwere Handel, die ich habe. Was? Nicht mal 1% gestiegen. What the fuck? Okay, wir haben mehr Self-Esteem, wenigstens mehr Selbsteinschätzung. Und wir haben jetzt ein Telefon, womit wir alles angezeigt bekommen. Ah, jetzt können wir unser Dad anrufen, genau. Okay, und zwar gibt uns unser Dad immer wieder Geld. Das ist ziemlich chillig, also wir haben keine Geldprobleme im Spiel. Anrufen, 5, 5, 1, 2, 3, 4. Hey Dad, can you send me some money? Kannst du mir Geld geben, Dad? Wieso kriegst du keinen Job, du Idiot? Aber wir haben mehr Geld bekommen, glaube ich. Ja, haben wir. Können hier auch übrigens Kleidung ändern und alles. Also das geht alles hier Fashion, glaube ich. Duschback Shop, ja, hier können wir alles einkaufen. Das ist ziemlich episch. Das Spiel, das kostet jetzt... Oh, das sieht episch aus. Red Balls, lass uns holen. Bye. Okay. Oh, jetzt haben wir mehr Swag. Okay, Kleidung bringt uns Swag. 3%. Holy shit. Oh, ich habe es jetzt an. Nur bei meinem Körper steht es nicht so, weil ich halt noch so lappenmäßig bin. Okay, dann sieht es ein bisschen komisch aus, wenn man gar keine Muskeln hat. Aber lass uns mal weitergehen. Okay, was ist das hier? Holy shit, der hat einen Bizeps. What the fuck is going on? Mit wem können wir mit irgendjemandem reden? Ich glaube, ich mache einfach Bank drücken ein bisschen. Wie geht das? Einfach drücken, okay. Ich verstehe. Kein Problem. Wir haben gar keine Gewichte. Yay, wir haben 2% Masse. Woo! Ah, unser Self-Esteem geht hoch, indem wir zum Beispiel trainieren alles. Und wenn wir genug Self-Esteem haben, können wir meinen Dad anrufen. Und je mehr wir davon gesammelt haben, desto mehr bekommen wir dann. Immer noch 3%. Aber zum Beispiel jetzt könnte ich meinen Dad anrufen, weil wir haben einen Punkt voll. Aber das werde ich jetzt nicht tun. Yay, wir haben 5% Masse. Oh, wir werden langsam echt zum echten Tier. Und wir haben jetzt genug Self-Esteem. Würde ich nicht. Wir trainieren noch einmal, rufe ich meinen Dad an. Und gucken, wie Geld ich dann bekomme. Yay, 6% Masse. Okay, lass uns mal Daddy anrufen. Wo geht das nochmal? Hab's vergessen. Ah, hier, Daddy anrufen. So, calling Daddy. Ich liebe diese Nummer. Das wäre die beste Nummer im Leben. Ich hätte gerne so eine Nummer. Bla, 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 bla. Kann ich das nicht überspringen? Ich wünschte, ich hätte niemals seine Mutter kennengelernt. 455. Lass uns Kleidung kaufen, dann haben wir mehr Swag. Und wir brauchen bessere Hosen. Oh, das ist echt eine ziemlich duschbärige Hose. Oh mein Gott, die ist so dusch. Mehr Dusch kann man ja echt nicht sein. Ich brauche noch mehr. Oder kann ich mit Geld auch irgendwas anderes kaufen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ach, Cheats gibt's auch. Okay, Cheats werden wir aber nicht aktivieren. Wir werden noch mehr Hosen kaufen, damit wir mehr Swag haben. Alter, die ist sowas von swaggy. Mehr Swag geht nicht. Oh, 8% Swag. Holy shit. Und die Musik hat sich verändert. Oh yeah. Ich will einfach nur dancen, wenn sich die Musik verändert. Oh, noch ein T-Shirt. Alter,
Alter, diese Sachen sind zu Duschbeck-mäßig. Die würde ich niemals in meinem Leben tragen. Und wer trägt sein Handy bitte und seine Unterhose? 12% Swag. Alter, bald werde ich alle Frauen haben. Popularity. Wie bekomme ich das? Ich glaube, indem ich Freunde finde. Social. Ah, add friends. Ah. Ich glaube, so bekomme ich Popularity, stimmt's? Update Status. Ich bin mir nicht genau sicher. Kann ich updaten? Es geht nicht, ich habe kaum Freunde. Ich adde erstmal jeden, obwohl ich die gar nicht kenne, die Person, aber ist ja egal. Popularity. Oh, ich habe Leute geaddet und bekomme so viel Popularity. What the hell is go... Okay, ich habe echt eine Menge Leute geaddet und jetzt, Alter, ich bin echt populär. Ich denke, bald werden wir in der Lage sein, die erste Chick klar zu machen. Wir werden zum größten Duschbeck der gesamten Nation. Übrigens, die sehen extrem gangstermäßig da hinten aus. Vielleicht werde ich auch irgendwann mal so cool wie die. Kommt mir das so vor oder hat die das Gesicht eines Mannes? Bin mir nicht genau sicher, aber ich glaube, da waren wir noch. Doch, hier waren wir schon. Aber ich habe einen Ort, habe ich übersehen. Ich weiß noch nicht genau wo. Ah, genau, den Ort. Hier gibt's nämlich. Oh, dieses ist hier, überall sind hier Chicks. Und wir brauchen 100, 100, 100. Dann können wir da rein. Und da befinden sich viele Frauen drin. Oh, wir können hier einfach uns... Oh ja, das ist gut. Wir müssen braun sein. Ein richtiger Duschbeck ist immer extrem braun. Aber wir sind bräuner geworden auf jeden Fall. Noch bräuner. Mach mich zum bräunsten Mann der Welt. Scheiß auf Hautkrebs. Spielt gar keine Rolle. Hauptsache, wir werden so braun wie möglich. Okay, ich werde langsam ziemlich, ziemlich braun. Seht ihr, wie viel bräuner ich jetzt schon bin? Oh mein Gott, ich werde so braun. Okay, nice. Noch bräuner. Vielleicht kann ich ja schwarz. Ich habe kein Geld mehr. Hey. Ach so, du kannst meine Haare ändern. Okay, ich will irgendwas ändern. 75 brauche ich dafür. Oh, Cap ist natürlich extrem Duschbag-mäßig. Kommt schon. Ich habe nur eine Cap an, weil mein Friseur meine Karte verkackt hat. Und weil meine Freundin das mag. Aber, sie vor allem so seitlich zu tragen. Ich glaube, das habe ich einmal gemacht, die so seitlich getragen. Aber da war ich auch ein Duschbagger, so. Ja. Mir fällt gerade auf, ich kann auch Steroide im Spiel kaufen. Ich glaube, das geht dann vorne an der Theke. Oder nee, ich glaube, man kann auch rausgehen dafür. Lass uns mal rausgehen ganz kurz. Ich glaube, man kann Steroide kaufen. Aber ich werde erstmal meinen Daddy anrufen. Ja, ich werde erstmal Self-Esteem sammeln, damit ich quasi das meiste Geld von meinem Daddy bekomme wie möglich. Und wenn mein Daddy mir dann mein Geld gibt, kann ich mir davon Steroide holen. Und dann können wir noch mehr trainieren und dann noch muskulöser werden. Und wir bekommen 405. Okay, ich glaube, das müsste genug sein für Steroide. What the hell? 815, okay, das ist definitiv genug für Steroide, glaube ich. Ich meine, woher soll ich das wissen, aber ich gehe mal davon aus. Aber wir können mit dem reden, ich glaube, der kommt... Ah, Tattoo. Oh, Tattoos sind natürlich extrem nice für Duschbags vor allem. 51 brauche ich Muskel... Okay. Wenn man zu dünn ist und dann Tattoos hat, sieht es auch nicht so gut aus, deswegen... Wo kann ich... Oh, Moment mal, hier ist noch gesperrt. Muss ich die erstmal... Invite on a date. Ich schätze mal, wir müssen klein anfangen, deswegen... Wir können aber erstmal Proteinshakes kaufen, das geht auch. Wir können Protein sowas holen, wir können aber auch sowas holen. Lass uns sowas gleich holen. Das hält dann für eine Zeit lang, glaube ich. Ah, okay, nice. Boosters will increase your mass during workouts. Also müssen wir jetzt trainieren. Okay, wir müssen jetzt trainieren und das ausnutzen. Ich gehe einfach hier gleich hin. Eins, okay. Wir müssen auf jeden Fall so viel trainieren wie möglich jetzt in der Zeit, wo ich den Booster genommen habe. Und wir bekommen. Okay, trainieren. Wir müssen mehr trainieren. Hör nicht auf. Alter, das nervt voll. Diese ganzen Sachen. Ich wünschte, ich könnte überspringen. Weil ich muss trainieren, damit der Booster den größten Effekt hat. Sieht irgendwie aus. Mehr so wie ein Eiweißshake irgendwie. Aber keine Ahnung. Oh, okay. 15% haben wir jetzt Masse. Die Masse geht langsam hoch. Aber keine Sorge, wenn wir die Steroide bekommen, sollte das ganz gut sein. Deswegen lass uns jetzt mit sie auf ein Date einladen. Weil vielleicht ist sie das Geheimnis zu dieser Tür da hinten und zu dem da hinten. Weil sie entscheidet ja, ob ich rein darf. Vielleicht, wenn ich mir sie geklärt habe. Die heiße Chick. Ja, ich... Ja, wenn du willst... Oh, Mann. Yeah, wir haben sie gebankt. Das ist doch episch. Okay, wir haben jetzt... Kann ich jetzt da rein? Duschbeck. Was? Duschmieter? Oh, wir haben noch 3 Frauen mehr, glaube ich. New Hair. Ah, jetzt haben wir neue Sachen freigeschaltet, weil wir sie flachgelegt haben. New Hair. Und neue Styles können wir. Neue Hosen können wir kaufen. Oh, das ist episch. Jetzt können wir... Das wird... Oh, und die Tür ist offen. Okay, da gehen wir gleich rein, weil ich will kurz sehen, was draußen... Da draußen gibt es gar nichts, okay? Ich dachte, es gibt hier einen Drogendealer oder sowas. Ich glaube, das war anhand des Spielern allerdings. Aber wir haben hier diesen Typen. Der wird mir, ich glaube, Drogen verkaufen, ja. 75, 85, 100. Das können wir holen und dann können wir richtig viele Muskeln bekommen. Das wird episch. Und 16, 17. Oh, 2 mehr. Wir müssen jetzt allerdings alles tun, um wirklich das meiste, aber wirklich alles auszunutzen hier. 19, nice. Oh, 19 Masse. Kannst du mich beeilen, bitte? Die Drogen wirken nicht für immer. Ich glaube, das ist das Beste hier, was man tun kann, weil das am schnellsten geht, weil ihr nur klicken müsst. Und das erhöht auch, um 1%. Okay, ein bisschen komisch, aber ich glaube, wenn wir später Steroide bekommen, weil ich glaube, das sind noch gar nicht Steroide. Ich glaube, zum einen Steroide sind teurer und Steroide halten länger und keine Ahnung. Ah, jetzt haben wir 2% bekommen. Okay, das ist gut. 26%. Holy shit. Oh, wir haben neue Shirts. Das ist sehr episch. Episch. Ein mehr. Oh, ja. Wir haben noch... Ah, oh, das ist episch. 28%. Jetzt können wir uns neue Shirts holen. Wir können so viel Neues machen. Ich glaube, wir können sogar schon die erste Frau klar machen, glaube ich sogar. Und zwar die da hinten, die gesagt hat, auf dem Teppich kann man noch andere Sachen machen, wie Kamasutra. Übrigens, wieso können wir nicht mit der da reden? Mindy, Helper.
Willst du mir helfen mit meiner Flexibilität? Natürlich will ich das. Okay, ich muss... Okay, ich muss dir... Du musst mir helfen, meine Beine hinter meinen Kopf zu bringen. Okay, yay, wir sind richtiger Banger. Und unser Duschmeter ist auf... Oh, das ist episch. Jetzt haben wir noch mehr. Jetzt haben wir noch mehr Hose und noch viel mehr, um noch mehr duschig zu werden. Jetzt können wir da oben lang, wovon ich keine Ahnung habe, was es da geben soll. Aber ich glaube, ich rufe erstmal meinen Dad an, weil mein Dad muss mir mein Geld geben, damit ich noch reicher werde quasi. Oh, ich glaube, mein Mikrofon ist kurz ausgegangen. Also sorry dafür, wenn ich kurz mein Mikrofon kurz nicht aufgenommen hat. Ich weiß selber nicht wieso. Aber jetzt gehen wir nach oben hin. Und wow, holy balls. Und hey, aber what the fuck ist bei dir? Was bist du für ein Tier? Impress. Hey Leute. Hey Vince. Ja, wie immer, Pau. Ich fühle mich super toll. Cool, cool. Und du, Shauna, du siehst ziemlich heiß aus heute. Was auch immer. Okay, wir brauchen 50, 40, 45 für sie. Okay, okay. Jetzt steht ein Auto draußen, okay. Es hat sich einiges verändert. Das ist cool. Es stand vorher auch ein Auto hier draußen. Ich glaube nicht, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Okay, können wir noch was kaufen hier? Ich glaube nicht. Nein, können wir nicht. Okay, wisst ihr was? Erstmal rufen wir meinen Dad an und fragen noch mehr Geld. Habe ich schon. Ah, wir haben kein Self-Esteem, okay. Dann lass uns mal Klamotten kaufen, schätze ich mal, weil das quasi gut ist. Wir haben neue T-Shirts. Oh mein Gott, das ist so duschi. What the fuck? Das ist das Duschigste, was ich jemals im Leben gesehen habe. Oh, unser Swag wächst so hoch. What the fuck? Sind das für Hosen? Wollt ihr mich verarschen? Wer tickt bitte sowas? Ich meine, what the hell? Okay, diese Hosen gehen noch. Das sind nicht die schlimmsten, die ich jemals gesehen habe oder so. Das sind definitiv die schlimmsten Hosen, die ich für einen Mann jemals gesehen habe in meinem kompletten Leben. Das ist komplett normal irgendwie. Ich weiß nicht, was daran auszusetzen ist. Vielleicht sieht schon ein bisschen komisch aus, aber es geht noch so. Es hält sich an die Grenzen. Holy shit, 36% Swag, dein Ernst. Oh mein Gott. Oh nein. Das muss ich nicht tragen, oder? Das werde ich nicht tragen jetzt, oder? Oh mein Gott. Sieht das beschissen aus. Das sieht so scheiße aus, ne? What the hell? Es wird ja immer schlimmer. Oh, 41%. Dein Ernst? Holy shit. Können wir vielleicht mal Freunde enden, damit wir noch populärer werden, das Ganze. Oh, ich kann mein Status updaten auf Twitter. Got my pass at the gym. Time to get buffed. Das ist wichtig, Bitches. Kriege ich meine Likes? Gib mir meine Sternchen. Und mehr Leute enden. Das ist sehr wichtig, damit die Leute denken, ich habe viele Facebook-Freunde. Was dann natürlich bedeutet, dass ich im echten Leben auch ziemlich populär bin und ein echt cooler Typ. Weil je mehr Facebook-Freunde ihr habt, desto cooler seid ihr. So funktioniert das. Euer sozialer Status muss so heftig wachsen, dass mehr gar nicht mehr geht. Deswegen edit einfach jeden, den ihr seht. Und jetzt steigt das. Hat sich irgendwas verändert in meiner Popularität? Oh ja. Das wird ziemlich hoch steigen, habe ich das Gefühl. Okay. Ja, ich werde immer populärer. Die Leute lieben mich. Schau euch mal meine Bräune an. Ich bin einfach awesome. Okay, es wird gar nicht mehr auf. Es wird immer so weitergehen. Und wie geht's dir so? Ja, meine Popularität steigt gerade die ganze Zeit. Sie hat gerade eben aufgehört, aber das ging den ganzen Tag so. Ah, okay, ich verstehe. Diese Übung ist wirklich die nervigste, aber sie ist am schnellsten, wenn man sie drauf hat. Weil, quasi, ihr müsst quasi so, ihr könnt nicht einfach nur drücken oder so. Ihr müsst quasi perfekt so eine kleine Rundung machen, wenn ihr mit der Maus arbeitet. Und das ist das Problem. Aber dafür, ich glaube, ist es am schnellsten, weil ihr nur 4 Wiederholungen machen müsst. Was bei den anderen, ich glaube, bei den anderen muss man 8 oder sowas machen. Keine Ahnung. Also das geht, ich glaube, am schnellsten hier. Und wir haben 50. Endlich. 51. Okay, nice. Oh, das ist episch. Jetzt haben wir neue Shirts und neue Tattoos. Ah, jetzt können wir Tattoos haben. Stimmt. Da werden wir gleich hingehen. Aber erstmal muss ich Daddy anrufen für Geld. Okay, toller Dad habe ich da. Echt richtig geilen Dad. Wie Geld habe ich? 990. Genug. Hey, Bruder. Ich habe bisher Muskeln zugenommen. War zwar nicht ganz legal, aber ist okay. Wow, das ist ein krasses Tattoo. Ich mag Tattoos übrigens. Nur sowas zum Beispiel jetzt einfach so ohne Bedeutung, einfach nur um Duschbag zu sein. Das ist ein Duschbag-Tattoo, kann man nicht anders sagen. Also nehmen wir das. Wie Swag bekomme ich? Bitte sag mir, ich bekomme nur 2%. Alter, kann ich ja Freunde bei Facebook ändern und ich bekomme mehr. Und es hat mich ziemlich viel Geld gekostet. What the fuck? Aber jetzt sehe ich episch und badass aus. Ach nee, dich habe ich ja schon geknallt. Übrigens, wenn ich so ihr Gesicht sehe, bereue ich die ganze Sache. Kann ich mit ihr reden? Impress. Bla bla bla. Hey Vince, ich mag die Typen irgendwie, der ist verdammt witzig. Oh Mann. Ah, wir brauchen mehr sozialen Status, dann habe ich alles für die Bitch. Okay, dann lass uns Freunde ändern, dann wird sie mich wollen. Weil Frauen wollen einen Jungen mit viel, viel Popularität, was bedeutet, ihr müsst quasi so viele Leute bei Facebook ändern wie möglich. Und dann kommen die Frauen von automatisch. Kein Bier für mich, heute Steak, 6 Proteine oder irgendwas, get big. Okay, alles klar. Die Leute werden mich lieben für den Post. Hoffentlich liked wenigstens meine Ma. Ich glaube, wir sollten jetzt mindestens, ja, wir sollten jetzt definitiv genug Popularität haben. So schnell geht das. Wie gesagt, ich habe noch ein paar Freunde geaddet und schon. Okay, anscheinend Freunde bei Facebook zu adden bringt mehr Popularität als ein Tattoo zu haben. Ja, wir haben schon 70%. Ich bin echt richtig fame. Als könnte das nicht jeder Typ oder jeder Mensch einfach so viele Leute bei Facebook adden. Okay. Okay. Ja. Sie hat mir gar nicht geantwortet, wie es euch geht. Mir geht's brillant. Vielen Dank. Okay. Mir geht's wirklich gut. Ich hab schon bessere gesehen. Oh, yay. Wir haben sie flachgelegt. Okay, nice. So klappt das. Jetzt haben wir mehr Self-Esteem. Viel, viel, viel mehr. Und wir haben einen Duschmeter von 3. Wir brauchen noch eine Person mehr. Jetzt haben wir neue Hairstyles. Ich muss unbedingt meine Haare ändern. Die sehen schrecklich...
Drogen! Ey, Bro, Alter, ich komme gleich. Alter, ich muss kurz meinen Dad anrufen, okay? Denn ich brauche das Geld von ihm. Also ich epischer Dance, Bro. Holy shit! Siehst du denn meine Moves? Siehst du meine Moves? Fällt dir, ne? Das ist mein absoluter Traumtyp, ich liebe ihn. Ey, kann ich meine Haare bei dir ändern vielleicht? Ja, meine Haare sehen nicht so gut aus. Change Shaving. Achso, kann ich auch. Okay, ich brauche unbedingt irgendwas wow, okay. Was ist episch? Ich nehme die größten Dusch... Oh, das ist richtig duschig. Mehr geht echt nicht. 200... Oh Gott. Okay, ich nehme das Duschigste. Ich würde sagen, das Duschigste von hier ist definitiv das mit der Cap. Allerdings, das ist ziemlich billig. Deswegen gehe ich lieber irgendwo hin, wo was 200 kostet. Und von den 200ern ist das Duschigste definitiv mit der Sonnenbrille in den Haaren. Ja, ich sehe absolut beschissen aus. Beschissen habe ich noch nie in meinem Leben ausgesehen. Das sieht so behindert aus. Wer zum Teufel geht so ins Fitnessstudio und trainiert so seine Muskeln? Mit dieser Kleidung. Wir haben jetzt genug Geld. Was bedeutet, wir können rausgehen und die Typen nach Drogen fragen. Hoffentlich kostet es nicht mehr als 500. Die Polizei. Oh, das ist episch. Gutes Zeug hast du da, Bro. Was ist das? Atombombe? Explodiert da mein Körper oder was? Höchstwahrscheinlich. Ne, die Spritze ist oldschool. Nehmen wir das hier. Ich glaube, das müssen wir rauchen oder sowas. Okay, jetzt gehen wir mal trainieren und gucken, was es bringt. Ich bin irgendwie leicht aufgeregt. Das nervt manchmal, weil man so viele davon machen muss. Und. Wow, okay, es hat sich um 3 erhöht, das ist schon episch. Drohung for the win. Verdammt, meine Drohungen sind alle. Oh nein. Oh, ihr wisst ganz genau, was es bedeutet. Wir müssen auf jeden Fall Daddy wieder anrufen, ne? Wenn die Drohungen alle sind, muss Daddy her und mir das Geld für meine Drohungen geben. Ansonsten kann ich keinen Muskelwachstum haben. Und dann werde ich kein Duschbeck. Hey, Bro, ich weiß, es nervt dich, aber ich bin mir sicher, du hast mehr von deinem Zeug, oder? Oh nein, ich nehme gleich alles, vielen Dank. Boah, wir haben 71%. Okay, wir sollten mal dann die 100 kommen. Dann besagen wir, ich spiele nicht. Wir nehmen mich bis zur Abschlusstür kommen, wo wir halt extrem... Oh nein, wo wir halt extrem viel brauchen. Jetzt muss ich vorsichtig sein, weil man darf nur einmal failen. Ich würde sagen, das geht doch am schnellsten. Holy shit. Okay, wenn ich jetzt nur hier trainieren sollte und nur Bauch trainiere, dann werde ich so ein Tier. Ich bin jetzt schon ein Ultra-Mega-Tier. Ich sehe aus wie das Schwarze aus dem Keller. Oder nee, das war nicht im Keller, das war über mir. Aus der... Ihr wisst, wen ich meine. Es sieht so episch aus, halt da. 80%, holy moly. Wie sehe ich mit der aus? Die haben wir ja gleich am Anfang gesehen, aber die hat eine sehr, sehr hohe Erwartung. Deswegen habe ich lange nicht mehr mit ihr gesprochen. Sie antwortet nicht. Ich kann mit ihr so lange reden, wie ich will. Sie braucht noch mehr Swag. Holy moly. Okay, dann kaufe ich jetzt so viele T-Shirts, bis ich genug Swag habe. Oh, sie hat sich umgedreht. Oh mein Gott, sie hat auch so ein schreckliches Gesicht. Big Ass, Ugly Face. Oh Mann, okay. Ach so, ja, genau. Weil du auch so toll bist, ne? Kannst du bitte aufhören zu reden? Ich will mich echt nicht mit dir unterhalten. Lass uns loslegen. Yay! Okay, wir haben jetzt 4. Was bedeutet quasi? Zum einen, unser Selbstwertgefühl steigt extrem. Wow, okay, du kannst aufhören. Und zum anderen, wir haben jetzt Duschmeter von 4. Was bedeutet, wir haben das letzte freigeschaltet, was wir alles freischalten können. Neue Hosen und so weiter und so fort. Und jetzt müssen wir unser Daddy anrufen, nach Geld fragen. Wir brauchen noch eine Sache, müssen wir noch kaufen. Irgendwas Teures am besten. Das hier. Und, ah nee, oh, ich habe jetzt 2-mal gekauft. Oh, das war dumm. Das war so dumm. Denn das Geld wird trotzdem aufgebraucht. Selbst wenn man 2-mal kauft. Equip, achso, ich sehe es. Haben wir das nicht schon gekauft? Das haben wir noch nicht gekauft, auf jeden Fall nicht. Und 100%? Ja, wir haben über 100%, glaube ich, oder? Wir haben über 100%, und das bedeutet, auf geht's in die Sauna. Und rein geht's. Hi. Ich kann mit allen reden? Okay, ich rede mit ihr. Pow. How are you, touch ladies? Hi. You girls are so hot that I'm sweating in here. Oh, you're so funny, then. And you got so much. Oh my god. Hey girl, yeah. What the fuck? My douchebag super duty master play program. My life is like awesome. Das war verdammt witzig. Oh mein Gott. Okay, nice. Wir haben es geschafft. Das war das Spiel. Continue. Okay, das war das Spiel. Es ist sehr, sehr spaßig. Ich konnte selber spielen. Ich habe es, wie gesagt, schon mal gespielt, aber ich wollte eine bessere Version draus machen, weil die alte war ein bisschen kratzig mit dem Mikrofon und alles. Es war allgemein nicht so gut damals, weil ich weiß selber nicht, wieso ich es so laut gemacht habe, aber es war damals mein Stil, deswegen. Also, vielen Dank fürs Schauen. Schaut mich auf wichtige Links. Wenn es dir gefallen hat, zeigt wie. Beres, bis zum leckeres Video. Schau auf meinem Kanal vorbei. Mehr Videos sehen. Ich bin schon abonniert. Und unsere Nationalmeister ist für dich. Im nächsten Video wieder sehen. Dann sage ich mir noch 3, 2, 1. Stopp!